Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von Arrow4 Computer. Ja, der VVS hat eine neue App rausgebracht. Moment, eine neue App? Ja, und zwar auf VVS Mobil. Das ist der Nachfolger von der bisherigen VVS-App. Und was die App so alles Neues mit sich bringt, nach dem Intro. Ja, also, was bringt die neue VVS-App mit sich? Ich würde sagen, da reden wir jetzt nicht lang um den heißen Brei, sondern switchen einfach direkt mal auf unser Handy. Kommt mal her. Auf meinem Handy befindet sich die VVS-Mobil-App für euch hier oben zu finden. Links oben. Und drunter, das ist noch so ein neues Zusatzfeatures und Widget. Darauf gehe ich später ein. Also starten wir erstmal die App. Wir werden hier mit dem normalen VVS-Logo begrüßt, beziehungsweise mit ein bisschen Werbung. Ist ja in Ordnung, so gibt ja immer wieder Neuigkeiten, irgendwelche Festivals oder so. Immer schön, wenn da was steht. Das ist der Standard-Startbildschirm, auf dem ihr startet, nämlich die Verbindungen hat sich bisher nicht viel geändert, beziehungsweise hat sich generell nicht viel geändert. Man kann hier oben seinen Start eingeben, zum Beispiel Ludwigsburg und Ziel, den Hauptbahnhof in Stuttgart auswählen. Abfahrt einstellen. Man kann hier sogar direkt auf das Schienennetz mittlerweile zugreifen. Das ist vielleicht jetzt eine Neuerung. Und man kann dann hier die Abfahrt einstellen. Hat sich auch ein bisschen designmäßig was getan, ob man Abfahrt wählt oder Ankunft. Jetzt in 15, 30, 60 Minuten. Okay, die Ebene hat sich auch geneuert. Also man sieht, es sind viele kleine Neuerungen, designtechnisch halt viel. Es ist mittlerweile viel ans Flat-Design, das was ja Samsung viel pflegt oder generell ab Android 5.0 gepflegt wird. Und die Favoriten können wir anlegen. Gab es ja damals schon die Möglichkeit. Die Favoriten habe ich damals nie genutzt, mir hat der Verlauf gereicht. Dann machen wir mal weiter hier. Wir haben hier Abfahrt Ankunft, das ist ein neues Feature. Wir können jetzt hier Haltestelle, nehmen wir einfach mal echt wieder Ludwigsburg. Ich habe es irgendwie mit Ludwigsburg. Nehmen wir Ludwigsburg, direkt in dem Bahnhof in Ludwigsburg. Abfahrt jetzt anfordern. Jetzt zeigt mir die VVS Mobil App alle Verbindungen an, die in der nächsten Zeit, also in der nächsten Stunde abfahren. Ihr seht es ja rechts oben bei mir, wir haben 17.40 Uhr. Um die Uhr zeigt jetzt bis 18 Uhr alles an. Okay, es sind eigentlich nur 20 Minuten, aber muss man sich ja mal geben hier. Wir haben es hier oben 17.38 Uhr und da unten ist 18 Uhr und ihr seht ja, wie weit ich hier scrollen muss. Es ist heftig, was da in Ludwigsburg abgeht. Gut, was gibt es sonst noch an Neuem? Da gehen wir mal eins zurück. Können wir auch Favoriten anlegen. Können direkt so sehen, welche Verbindungen fahren hier in der Umgebung ab. Funktioniert da klar nur mit Ortung. Die mache ich jetzt aus bestimmten Gründen nicht an, weil ich bin zu Hause. Wir haben dann hier, wie gesagt, die Möglichkeit, Favoriten hinzufügen, die Abfahrt jetzt auszuwählen oder wann was in dem Ort ankommt oder so. Kann man rumspielen. Wir haben hier Linien. Wenn man hier rechts links oben drauf geht auf das VVS-Symbol, haben wir hier auch noch den Punkt Linien. Das Menü hier links an der Seite kann man auch reinziehen. Also ich zeige euch das hier jetzt mal in der Kamera. Muss nur versuchen, das gescheit hinzubekommen. Das kann man da klar auch reinziehen. Von links nach rechts wischen, dann kommt es rein. Und da können wir auch Linien auswählen. Nehmen wir mal die S2. Die S2 verkehrt na klar in zwei Richtungen, nämlich einmal Schorndorf nach Filderstadt und einmal von Filderstadt nach Schorndorf. Das sind auch noch gleich ein paar große Zwischenhalte wie Stuttgart und Flughafen Messe angegeben. Nehmen wir einfach mal Schorndorf nach Filderstadt. Müssen auch kurz warten, ist klar. Wir haben hier dann die Möglichkeit, den direkten Fahrplan zu sehen. Hier, dass die Linie in Schorndorf startet, Weiler, Winterbach, bla bla bla. Und wir sehen jetzt auch hier,
sind es auf einmal so grüne Züge aufgetaucht. Und hier steht auch was, plus eine Minute, und hier unten ist in Fellbach, Stuttgart, Hauptbahnhof, Feigen das Symbol. Was ist denn das? Das ist jetzt das ganz neue Update, was rauskam, wo der VVS auch ein bisschen stolz drauf ist. Das sind nämlich die Live-Updates, beziehungsweise es ist der Live-Traffic, den ihr da sehen könnt. Ihr seht, dass die S-Bahn, also die S2, oder was heißt die S2, es sind ja mehrere Züge unterwegs jetzt um die Abendszeit, dass jetzt die S2 einmal in Geradstetten stehen müsste, dann einmal in Fellbach stehen müsste, kann aber auch sein, dass die gerade zwischendrin auf dem Weg ist, und dass eine S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof gerade steht und Stuttgart-Vaihingen. Hier seht ihr sogar auch, dass die S-Bahn hier 3 Minuten Verspätung hat, hier 2 Minuten und so weiter und so fort. Das funktioniert klar mit allen Linien. Gehen wir nochmal darüber. Es gibt ja auch die Möglichkeit, hoppala, Tickets zu kaufen. Okay, das Feature, das ist jetzt nicht neu, es gab es damals schon. Auch wieder das Prozedere, ihr müsst euch dafür registrieren, oder wenn ihr euch schon registriert hattet in der alten App, müsst ihr euch halt einloggen. Hat sich sonst noch was getan? Ja, gehen wir zurück. Gehen wir auf Karten und Pläne. Ich fange jetzt hier mal bewusst unten an, weil ich euch noch so ein kleines Feature vorenthalten will. Ja, der Innenstadtplan von Stuttgart. Ihr seht schon ein bisschen, es braucht relativ lang zu laden. Zum einen liegt es daran, dass mein Handy gerade ein bisschen ausgelastet ist, weil ich ja den Bildschirm aufnehme, direkt auf dem Handy. Und dann muss das Ganze dann klar übers Netzwerk noch arbeiten. So, gehen wir einfach mal hier in den Stuttgarter Hauptbahnhof. Dann sehen wir hier schon, was hier direkt in der Nähe ist. Ich gehe jetzt mal nicht so nah ran. Ich kann euch jetzt aber gerade mal an der Jubiläumssäule zeigen, wie nah man denn generell maximal hinzoomen kann. Und wie knackscharf das dann aussieht, wenn es dann geladen hat. Ich bewege mal hier nichts weiter, dass es hier echt laden kann. Noch fehlt ein bisschen was. Nein, komm. So, und okay, es fehlt oben und unten noch was, aber ihr seht, das Bild ist knackscharf. Ist es vielleicht in dem Punkt jetzt nicht unbedingt so wichtig, weil es reicht auch in der kleinen Ansicht. Gehen wir mal eins zurück, dann gibt es ja hier den Tarifzonenplan. Hier wird dann auch noch gleich kurz erklärt, so, ja, was der Tarifzonenplan ist und welchen Stand er hat. Hier ist jetzt wichtig, dass es knackscharf lädt. Gehen wir einfach mal echt hier an Stuttgarter Hauptbahnhof rein. Und ihr seht schon, das Wort Haupt ist knackscharf. Mittlerweile ist es aber das Stuttgarter Hauptbahnhof scharf. Und der Rest wird langsam scharf. Was mir leider auffällt, es lädt auch dieses Mal. Ich weiß es nicht, ob der Plan direkt auf dem Handy liegt oder ob er jedes Mal neu runtergeladen wird. Vielleicht liegt es auch an meinem Handy, dass es ein bisschen lang lädt. Aber ich nehme jetzt hier mittlerweile im zweiten Durchlauf das Video auf und es braucht immer noch ein bisschen, um zu laden. Ist jetzt aber nichts tragisch Schlimmes. Es ist mir jetzt nur hier so aufgefallen. Dann gehen wir mal eins zurück. Wir haben hier den Nachtverkehr. Wir haben hier eine Liste mit Nachtverkehren. Kann man sich auch gerne mal dann in Ruhe genau angucken, wenn man es braucht oder so. Und dann gibt es hier, na klar, als letztes noch das Verbundschienennetz. Das dürfte jedem bekannt sein. Wo man hier echt eigentlich jede Linie eingetragen sieht.
U13, U6, U9, U2. Wir können hier bis nach Bonndorf runter gucken. Sogar nach Dettenhausen, Filderstadt und alles. Dann gehen wir nochmal eins zurück. Jetzt kommt nämlich das Highlight, das, was ich euch jetzt so lange vorenthalten habe, nämlich die Live-Karte für Bus und Bahn. Öffnen wir sie mal. Ihr seht hier zum einen die Karte, wie ihr es ja schon ein bisschen kennt, die an den Bahnhöfen hing, in den Schaufenstern. Und ihr seht jetzt hier grüne Symbole, also grüne Züge, graue Züge und Zahlen daneben. Was ist das jetzt? Es ist einmal grün, sind die ganzen S-Bahnen, die unterwegs sind. Ihr seht, wir haben 17.48 Uhr. Es sind jetzt viele S-Bahnen unterwegs und es sind auch ein paar Regionalzüge unterwegs, also hier in grau. Ich zoome jetzt mal nach Stuttgart rein, beziehungsweise nehmen wir einfach mal Ludwigsburg. Beziehungsweise einmal, um euch das Übel zu zeigen, was hier gerade alles unterwegs ist. Nur in Stuttgart. Es ist heftig. Ich glaube, wenn man näher ranzoomt, sieht man auch irgendwann mal noch Bus. Ja, hier. Gebt euch das. Das ist heftig. Es ist, die Live-Karte ist jetzt nicht hundertprozentig live, ja. Aber sie gibt einen groben Auskunft, wo welche Bahn steckt. Ihr seht es jetzt auch vielleicht, es aktualisiert nicht flüssig, sondern es aktualisiert, glaube ich, alle 3-4 Sekunden oder so, was ich bisher gezählt habe. Und ja, jetzt hat es gerade wieder aktualisiert, aber ich finde, für die erste Version, erste Sahne, was man da alles live sehen kann. Dann gehen wir mal ein bisschen raus, gehen wir mal wieder nach Ludwigsburg. Ich habe es heute mit Ludwigsburg. Hier sind halt viele Busse unterwegs und eine S-Bahn, nicht sogar zwei sind hier unterwegs. Die S5 und S4 werden es sein. Kann man sogar antippen, dann kriegt man die Information. Das ist die S-Bahn S5 in Richtung Schwabstraße. Klicken wir mal da oben drauf. Das ist die S-Bahn S5 nach Bietigheim-Bissingen. Und da oben die S4 nach Schwabstraße. Kommt gerade wahrscheinlich aus dem Favoritepark. Und wir sehen hier gleich, die S5 hat 5 Minuten Verspätung. Wir können jetzt hier mal weiter nach oben gehen. Sehen hier, die S4 müsste das sein, genau. Hat 7 Minuten Verspätung. Und was sehen wir hier? Wir haben hier den Bus 364 Marburg Stadionhalle. Haben wir hier mehrere Busse? Ne, nur den einen, okay. Ja, das müsste ein Bus 457 sein, der durchs Hörnle fährt, genau. Das ist also jetzt die neue Live-Karte, die ihr hier sehen könnt. Dann, was gibt's noch zu sehen? Gehen wir mal hier raus, gehen wir in die News rein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob es damals schon Bilder gab, aber jetzt gibt's auf jeden Fall Bilder drin. Okay, ich habe es hier X-Privacy installiert, weil mein Handy geroutet ist. Soll es jetzt aber nicht stören. Wir können jetzt hier die ganzen Nachrichten von VVS lesen. Hier kann man auch sagen, ich habe alle gelesen, falls man es machen will, damit man einfach sieht, okay, die und die News habe ich schon gelesen, in der S-Bahn oder am Bahnhof oder so. Oder auch zu Hause. Dann gibt es hier, na klar, den Punkt Meldungen. Ein ganz wichtiger Punkt. Hier gibt es die Störmeldungen, Fahrplanänderungen. Hier kann man sich entweder alle anzeigen lassen oder nur S-Bahn, Regionalbahn, U-Bahn oder Bus. Oder man kann einfach nach Linien suchen, zum Beispiel S2. Und man sieht, ist nichts. Hier sieht man auch demnächst alle. Hoppala. Fahrplanänderungen demnächst. Scheint auch ordentlich was zu sein. Dann gibt es hier noch den Punkt Sonderverkehre. An sich, die oberen drei waren ja schon da. Störungsmeldung, Fahrplanänderungen und Sonderverkehre. Jetzt gibt es aber noch einen vierten Punkt. Aufzugsmeldungen. Aufzugsmeldungen, Entschuldigung. Hier werden Störungen an Aufzügen dokumentiert. Hier sieht man zum Beispiel, dass an der Haltestelle Filderstadt, am Bahnhof Filderstadt, ist der Aufzug am Gleis 1 bis auf weiteres außer Betrieb und so weiter.
oder auch hier Ludwigsburg, sind beide Aufzüge außer Betrieb. Auch mit dem letzten Stand, wann es war. Finde ich eine coole Sache, gerade für Leute, die im Rollstuhl sitzen oder schweres Gepäck dabei haben, dass die hier einfach schnell reingucken können, okay, wo muss ich denn jetzt mit, ich sage es mal, Behinderungen rechnen oder mit erschwerten Möglichkeiten hier mich fortzubewegen. Beziehungsweise fortzubewegen, okay, ist das falsch ausgedrückt hier, ein bisschen voranzukommen. Oder aufs Gleis zu kommen oder vom Gleis wegzukommen. Dann gibt es hier noch die Favoriten. Hier, die kann man hinzufügen, um Favoriten zu speichern, fordern Sie eine Verbindung oder Abfahrt an und wählen Sie im Menü Favorit hinzufügen. Geht genauso mit Punkten. Und dann gibt es hier noch Einstellungen. Für die Fahrplanauskunft, was da genommen werden soll. Verbindungen, Zeitkürzeste, mit wenigen Umsteigen, bla bla bla. Es ist ja alles eigentlich gleich. Fußweg, Geschwindigkeit, sonstiges. Wäre jetzt Fahrradmitnahme oder Steigung bei Fußwegen möglichst vermeiden. Dann gibt es hier noch den Punkt Push-Nachrichten. Finde ich ein wichtiger Punkt, weil irgendwelche Störungen sind immer mal wieder. Oder irgendwelche wichtigen Informationen, die mir mein Handy auch gerne per Push-Benachrichtigung geben soll. S-Bahn, ich brauche das hauptsächlich für die Linien. Speichere das dann nur oben ab und dann habe ich das drin. Ich kann jetzt hier genauso noch Busse hinzufügen, falls ich hier irgendwelche nutzen würde. Ich meine, gibt hier genug Busse, aber ich glaube, den Witz spare ich mir jetzt mal. Dann gibt es noch mein Zeitticket. Was mein Zeitticket ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Hier kann man die Zone auswählen, abbrechen und so weiter und so fort. Kann man Einstellungen löschen und dann war es das. Gibt es hier noch über den VVS Kontakt, Ticket kaufen, bisschen bla bla bla. Das Impressum muss na klar hier in der App angegeben werden. Dann haben wir hier noch den Punkt Datenschutz. Dann haben wir hier noch einen Punkt Feedback zur App. Hier können wir Feedback denen zusenden. Können wir schreiben, E-Mail an VVS. Können sagen, schreib mir das Ganze doch mit bla 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 mit. Keine Ahnung, mache ich jetzt nicht. Sonst seht ihr meine E-Mail-Adresse. E-Mail an den VVS versenden oder Thematickets E-Mail an die SSW schicken. Ganz unten, was eigentlich im normalen Benutzen gar nicht auffällt. Hier steht nämlich noch die Version. Es ist hier, ich habe hier die App in der Version 2.0.20150612B und Push-Device-ID ist, glaube ich, die ID vom Handy. Ich habe die 2221. So, das sollte es also zur App gewesen sein. Es gibt aber jetzt noch ein kleines Feature, das habe ich ganz am Anfang erwähnt. Und ja, es ist dieses Widget hier, welches ihr hinzufügen könnt auf eurem Startbildschirm. Ihr könnt es konfigurieren. Beim ersten Einrichten müsst ihr das halt in den Einstellungen einlegen, welche Haltestelle ihr hier haben wollt. Ich wähle jetzt hier einfach mal Ludwigsburg aus. Ludwigsburg. Sucht dann die Haltestelle, drückt mal an. Hier kann man sagen, okay, ich brauche jetzt eine S-Bahn, Regionalbahn oder Bus. Oder ich brauche einfach alles. Klickt dann auf Übernehmen, lädt kurz. Wenn es dann geladen hat. Stehen dann, wie gerade eben ja schon zu sehen war, dann die Verbindungen dran, die in den nächsten Minuten abfahren werden. Schade, wird leider nicht groß mehr. Doch, wird sogar groß. Aber ist eher unnützlich. Vergrößern können wir die App leider nicht. Oder das Widget, das bleibt so groß.
Gut, brauche jetzt leider ein bisschen. Ich kann euch nachher noch ein Bild hinzufügen. Halt, hier noch ein kleiner Nachtrag. Das Widget zur App VVS Mobil hat jetzt endlich fertig geladen und ihr seht es ja jetzt gerade selber hier rechts neben mir. Ihr könnt jetzt hier die ganzen Abfahrtszeiten sehen. Das ist alles, was ihr gerade eben auch so ein bisschen sehen konntet, direkt in der App. Gibt es mittlerweile auch hier als kleines Widget. Finde ich ganz schön. Da kann man hier gerade seinen Heimatsort eintragen und dann sieht man hier immer, wann welcher Bus fährt. Und ja, das soll es jetzt endgültig von dem Video gewesen sein. Ich bin weg. Tschüss. Hey, ihr auf der Endcard. Unter mir könnt ihr jetzt noch das letzte Video auswählen. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.